Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Freut mich, dass ihr am Start seid. Leute, wir sind angekommen. 11-mal Hero SBC entscheidet mein Wochenendliga-Team. Weekend League mit Full Hero. Wir gucken uns einfach an, was zieht man aus 11 Hero Packs. Wenn das Ganze euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was habt ihr gezogen. Und ich würde sagen, we go, we move, we make moving, guys. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Wir öffnen eins auf unserem Account. Man hat ja nur ein Pack quasi pro Account. Wir gehen bei Abonnenten rein, bei Zuschauern. Wenn ihr nächstes Mal dabei sein wollt, einfach mir auf Instagram folgen. Und ich habe einfach nur Bock. Ihr werdet so viel Geld machen, so viel Münzen machen, wenn ihr SBC-Foto habt. Das ist nicht mehr feierlich. Das ist wirklich geisteskrank. Und wir schauen uns jetzt an, was ziehen wir. Und dann kaufen wir die Spieler nach und es wird einfach geil. Und vielleicht haben wir auch Packlager auf unserem Account. Und ohne großartig weiter zu plappern, Leute, wir gehen rein. Lasst eine Bewertung da, ein Abo da. Ich bin sehr aufgeregt, weil das ist die erste große SBC in diesem FIFA. Und es wird einfach nur juicy. Es wird einfach nur juicy, Chat. Stell dir mal vor, bald kommt noch Icon SBC. Geht dann ist Feierabend. Also sowas werden wir immer machen, wenn eine geile SBC kommt. Und here we go. Wir haben das erste Hero Pack. Ganz zum Schluss kommt unseres. Da muss ich sagen, freue ich mich sehr drauf. Ich würde sagen, GG, mein Freund. Ah, wir dürfen den Controller bewegen. Okay, wir öffnen von dem Bro. Wer ist es gerade überhaupt? Noah, vielen Dank für das Pack schon mal. Leute, maximal 87er Ratings. Ich zeige euch gleich, was man da alles maximal ziehen kann. Man kann Ramirez ziehen. Ein Touré, glaube ich, ist auch 87. Es sind solche Bretter dabei. Ginola fällt zum Beispiel raus. Erstes Pack. Hero SBC Frankreich. Stürmer. Und es wird, glaube ich, Kubu. Wer ist das? Der kommt in unser Team. 86er Kubu zum Start. Mamma mia, tutti bene, macht einen französischen Samba-Tanz. Es ist nicht schlecht. Ja, und ich freue mich auf mein Pack. Und hoffentlich kommt Brasilien als erstes Wappen bei mir. Okay, komm. Kann man mit leben? Nehmen wir einfach mal mit. 86er Kubu. Der muss dann in den Sturm. Ich hoffe, wir ziehen auch einen Torwart. Das wäre nämlich cool. Weil dann haben wir so ein Full-Team. Und wir sind bei Rallis am Start. Wir sind drin. Wir gucken uns jetzt das zweite Päckchen an. Rallis, ich wünsche dir viel Glück, Meister, okay? Ich guck mal bei Football nebenbei, was es denn so für schöne Schätzchen gibt als Hero-Pack. Okay, es öffnet sich. Hero-Pack Nummer 2. Schweden, links Mittelfeld und es hört... They see me rolling, the Brolin. Ah, nee, das ist Ljungberg. Ich dachte mir Brolin. Ljungberg, 86er Rating, Premier League Zeichen ist zweimal unten da. Also das ist wieder komplett. Okay, Hero-Karten, glaube ich, werden krass rebounden. Das heißt, die sinken gerade aktuell und ich glaube, die werden dann wieder nach oben springen. Ljungberg ist Spieler Nummer 2. Hammer links Mittelfeldspieler, kostet 60k. SBC ist aber günstig, nimmt man einfach mit. Ist ein Geschenk von EA quasi. Und Ljungberg ist kein so schlechter. Mal gucken. Das sind übrigens alle Spieler, die man ziehen kann, aber ab 87. Joe Cole. Wir haben Rui Costa, Cordoba sehr, sehr stark. Ihr seht 1 Million Münzen, Yaya Touré, Berbatov, Marquisio ist auch geil. Dann gehen wir auf die zweite Seite. Schau mal, wie viele es gibt. Hier mit Kewell. Wir haben Brolin, den dachte ich, haben wir gerade gezogen. Kanu, ja, geht so, Solskjaer geht so. 300k Govu, das war mit einer der besten schon mal, die wir gezogen haben. Wir haben Ramirez, das wäre der ganz dicke Fisch mit Yaya Touré. Und sonst haben wir noch Al-Ovaran. Aber es gibt auch viel Crap. Alles klar. Jetzt haben wir Autzi. Das ist von meinem Mod, Leute. Dieser Mann, den haben wir schon viel zu verdanken, weil er immer hilft im Stream. Und jetzt geben wir was zurück. Wir machen Nosepack für Autzi und öffnen das wunderschöne Pack. Wir bekommen Linksverteidiger. Okay, das ist der Riese. Rice. Oder wie spricht man denn aus? Ich weiß es nicht. Riese, Premier League, Linksverteidiger Hero kostet über 100k, soweit ich weiß. Kann sein, dass er ein bisschen gesunken ist. Aber das Gute ist, Leute, klar, ist jetzt nicht der Beste. Aber den haben wir halt als linken Verteidiger, weißt du? Weil wir werden viel Mittelfeld wahrscheinlich ziehen. Und wir müssen halt auf allen Positionen gut besetzt sein. Ich hoffe, wir bekommen keine Duplikate. Schaut mal, der kostet 130k und damit ist es ein GG. Autzi, damit lässt sich leben, würde ich sagen. Okay, okay, ich bin wieder drin, Kiwi. Okay, Bro, du kannst öffnen. Luka Modric hilft dir. Luka Modric ist der Glücksbringer. Wir öffnen. Und wir bekommen... Okay, okay, es ist Solskjaer. Stürmer... Nicht Back-to-Back-Riese, sondern 86er Solskjaer. Es ist Norweger. Wir wissen, Premier League Norweger, das kann was. Ist nicht der teuerste. Ja, es müsste ehrlich sein, ist nicht so geil. Ich glaube, der kostet, warte, 30k, oder? Vielleicht kann man kurz den Preis nachgucken. Ich meine, der ist okay, 40k. Ist okay. Der hat 88 Schießen. Ein ganz feines Dribbling. Man müsste ihn ausprobieren, aber ist halt nicht der Banger. Egal. Gut für unser Team. Jetzt haben wir zwei Stürmer, Linksmittelfeld und Linksverteidiger. Einfach mitnehmen. So, Ladies and Gentlemen. Wir sind jetzt bei unserem Ehrenmod Kevin am Start. Kevin, Leute. Der ist immer dabei, egal wo wir sind. Auch im Real Life ist ein Supermann. Und jetzt gucken wir uns an, was der Mann hier für ein schönes Pack zu bieten hat. 87 plus Pack Nummer 5. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Wir gehen rein, schauen uns an,
Warte mal, was kann das sein? Hä? Ich bin voll verwirrt, Chat. 85er Cahill aus Australien. Scheiße. Okay, Cahill. Es ist unser dritter Stürmer. Ey, wir werden, glaube ich, eine Truppe haben mit 10 Stürmern. Aber bis jetzt jedes Mal ein anderer. Cahill, ich kann mich erinnern. Boah, gespielt hat gegen Kroatien bei der WM damals. Na gut. Ey, es tut mir leid, Kevin. Ist nicht das beste Packlack, aber den holen wir uns halt auch. Brauchen wir fürs Team. Schießen ein paar Tore mit denen, dann ist gut. Den kann man auch im ZM spielen, glaube ich, oder? Kann man kurz gucken, welche Position der noch kann? Schau mal, der kann sogar ZM. Das ist gut. Das ist wirklich gut für uns. Wolf Lifo, ich wünsche dir das Beste. Du bist der nächste Mann. Alle guten Dinge sind 6. 6 ist eine Glückszahl, genauso wie die 7. Das heißt, die nächsten 2 werden reinscheppern. Und ich bin mal gespannt, was wir hier ziehen werden. Wolf, ich wünsche mir jetzt ein Yaya Touré, weil ich will mal sehen, dass so ein richtiges Brett kommt. Gowu mit 300k schon mal super erstes Pack gewesen, keine Frage. Und Max 87k, das ist so cool, dass sie das jetzt schon gemacht haben, so früh in FIFA. Also in EA Sports FC. Das ist geil für den Content, Mann. Das macht so Bock. Es öffnet sich. Gib eine geile Flagge. Südkorea, links Mittelfeld. Es ist Park. Park von Manchester United, die Legend. Oder in dem Fall eine Hero. Der ist auch nicht schlecht. 85 Dribbling, 85 Tempo. Ich würde gerne mal gucken, was der kostet. Der ist kein verkehrter. Park, Quanta Costa, ich sag 100k. 190k und damit ist es ein GG. Ich weiß nicht, was die SBC aktuell kostet. Kann man auch mal nachschauen. Die ist nicht so teuer. Das finde ich voll im Rahmen mit einem 86er Rating. Kostet 70k, schau mal. Deswegen alles, was über 70k am Ende des Tages ist, ist ein GG. Was kann er für Positionen? Das wäre noch spannend zu sehen. Der kann links Mittelfeld, rechts Mittelfeld, linker Flügel. Passt. Ich danke dir, Bro, für das Pack. Viel Spaß mit dem Spieler. Und wir werden ihn auch ins Team einbauen. Ey, Leute, es geht schon mal gut los. Komm, wir machen weiter. Dann sind wir im Päckchen von Aubrey Lee. Das Bummel von Michi. Ich weiß, ich habe ihn falsch ausgesprochen. Der hört mich über das Headset. Hallo, Bro. Ja, über meinen Controller meine ich. Dann gucken wir uns an, was die Glückszahl 7 macht. Das ist meine Lieblingszahl von den 11. Und ich habe gehört, das wird auch das beste Pack. Wobei, meins kommt zum Schluss, wenn nicht so gut. Frankreich, rechts Mittelfeld. Was ist das? Wir hatten vorne als Stürmer, glaube ich, Gowu, oder? Rechts Mittelfeld. Willkommen wir Guili. Guili. Wie heißt der? 88 Tempo, 85 Dribbling, neue Hero-Karte. Ich glaube, die ist nicht so die allerschlechteste. Was kann die? Guili. Kostet auf dem Markt. Der kostet einfach 0 Coins auf dem Markt angeblich. Kann es sein, dass man den... Bro, kannst du kurz Preisvergleich machen? Gucken, was der so kann? Das kann doch nicht sein. Preisvergleich? 150.000 Coins. Das ist nicht schlecht. Nimm mal mit. SBC kommt, kostet 70k. Und der Mann hat guten Gewinn gemacht. Deswegen Guili. Ich nehme dich mit in mein Team und wir haben einen Rechtsmittelfeldspieler. Unser Team sieht echt bis jetzt gut aus. Jetzt bräuchten wir am besten noch einen Innenverteidiger Cordoba. Sowas in die Richtung, dann ist top. So Leute, jetzt ist mein Mod Michi dran. Bayern-Wappen hat da oben, wichtig und richtig. Der Mann bekommt noch eine PSN-Karte von mir. Und jetzt öffnet er erstmal ein Hero-Pack. Michi, ich wünsche dir das Beste. Wer könnte... Eigentlich würde so eine Bayern-Hero auch passen. Robben bekommt irgendwann eine Icon. Der kommt nächstes Jahr in FIFA Ultimate Team oder in EA Sports FC. Aber diesmal ziehen wir, ich call Ramirez oder Yaya Touré kommt jetzt. Es kommt ein ZM oder Cordoba. Es kommt ZM oder Cordoba. Deutschland. ZOM. Nein, das ist der... Ach, das ist der Dortmunder. Das passt doch nicht zum Wappen. Ihr seht, ihr wollt uns scammen, Mann. Ricken bei einem Bayern-Fan. Der Kruzifix mal. Ricken, das ist nicht gut. Das ist wirklich einer der bodenlosesten. Aber es gehört auch dazu, dass man den zieht. Vielleicht kannst du gucken, was der kostet. Rickens Preis an sich, Stats sind nicht so bodenlos. Muss man echt sagen. Aber der Preis, Digga, das ist scheiße, ja. Reden wir nicht drüber, Michi, es tut mir leid, Bro. Leute, wir haben das Pack von Regensburg-Fan. Der Mann ist ein Keeper, Profi-Futsalspieler, Fingerschwinger. England, Innenverteidigung. Ja, wir haben King. Endlich mal ein Verteidiger. Damit wird die Mannschaft noch besser aussehen. Und King hat 80 Tempo. Jetzt gucken wir uns noch den Preis an vom King. Hoffentlich enttäuscht er uns nicht, der Preis. King ist ein bisschen was wert. Footbin ist down. Man kennt's. Alle wollen gucken, was kosten die Spieler. Was? 200k? King! Willkommen im Squad. No joke. Wir brauchen noch einen Keeper. Dann steht unser Team. Hoffentlich haben wir für die Weekend League gleich einen Torwart als Hero. Sonst haben wir ein Problem. Wir haben nämlich schon 9 geöffnet. Ja. Das wird jetzt haarig. Wir sind auf meinem Account angekommen. Danach gehen wir auf den Account von meinem Bruder. Mein kleiner Bruder Matej, super Junge. Und dem wünsche ich natürlich das Beste. Aber jetzt wäre es natürlich super gut, wenn irgendein Spieler kommt, den wir erstmal fürs Team brauchen können. Am besten kein Duplikat. Und was wünschenswert wäre, ist natürlich einen, den wir dann auch in unserem Main-Team spielen können. Deswegen gehen wir jetzt rein und öffnen unser Pack. Ihr seht oben gerade das Wappen, unser Account logischerweise. Basis, Hero Profi, Maximum 80er Rating. Wir gehen rein. Und was bekommen wir für Portugal? Es wird ein neuer, das ist auch gut. Neues Wappen. Und ich glaube, es ist... Ja, es ist er. Rui Costa im Kroatien-Trikot. Damit kann ich auf... Ja, gute Moves, Bro. Ja. Super.
Damit kann ich was anfangen, weil der hat ein sehr gutes Dribbling, gutes Tempo, guten Schusswert, passen 87 Physis. Passt alles, den kann man auf jeden Fall spielen. Und ich habe aber keine Ahnung, was man kostet. Ich gebe mal seinen Namen bei Footbin ein, Rui Costa. Wir haben ja nicht so viel gezahlt. Ich kann es gerade nicht nachgucken, aber warte mal, wir können ja hier gleich schauen. Okay, Rui Costa kostet genauso viel, wie ich für die SBC ausgegeben habe. Deswegen würde ich sagen, kein Win, aber auch kein Lose. Nehmen wir mit. Was kannst du eigentlich sonst für Positionen proben? Nur ZOM. Ist okay. Dann ist Rui Costa unser Spieler. Und ein geschenkten Gau schaue ich nicht ins Maul. Passt schon. Im Endeffekt war das ja kostenlos, der SBC, durch die ganzen Untrades, die wir im Verein hatten. Und dann nehmen wir den auch einfach mal mit. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Franzose, Innenverteidiger. Ich ziehe gerade ein Pack für meinen Bruder, Leute. Wird es der erste Trade... Warte mal, Doppel-Walkout. Das ist... Der erste Trailblazers, den ich ziehe. Ich habe 50 Euro bei meinem Bruder aufgeladen, damit ich diese SBC überhaupt bei ihm abschließen kann, weil der Arme hat keine Coins. Und wir bekommen Girassi und ein 88er Rating. Leute, ich habe bei mir keine einzige gezogen, in Kunku auch noch. Moin Meister. Das ist hart. Das ist wirklich, das ist krass. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das war's ja komplett, Digga. Letztes Pack für meinen kleinen Bruder, Matej. Das ist für dich, Bro. Das ist, ich glaube, das war nicht mal Walkout Deutschland. Nein, es ist Ricken. Es ist Ricken. Ich habe ihm Ricken gegeben. Dafür habe ich gerade 50 Euro aufgeladen. Für Ricken. Für ihn. Oh Mann. Es tut mir leid. Okay, Freunde. Wir bauen jetzt unser Team zu Ende. Das sind die Spieler, die wir gezogen haben. Einer war Duplikat von den 11. Deswegen werden wir den mit einer Icon ersetzen. Und das ist Maldini. Kommt in die Innenverteidigung. Ricken muss ins Tor, der Mann. Wie groß ist er? 1,78. Ich hoffe, der kann was da auf der Position. Riese kann Linksverteidiger, Linksmittelfeld. Wir haben halt ab und zu mal die gleiche Position, aber generell sieht es nicht verkehrt aus. Rui Costa bekomme ich halt hier auf ZM. Das passt schon. Und damit gehen wir in die Weekend-Quali, Leute. Wenn wir es schaffen zu gewinnen, wäre das ein GG. Und ich würde generell sagen, das sind gute Spieler. Govu zum Beispiel, das ist sehr, sehr krass. Der hat einen Spielstil Powershot. Er kostet fast 400.000 Coins, Leute. 390k oder so. Das ist der Wahnsinn. King zum Beispiel auch ziemlich teuer. Park ist gut dabei. Riese, Ljungberg ist auch gut dabei. Vor allem Juli. Der rasiert auch mit 88 Tempo. Und ich würde sagen, here we go. Ab ins Spiel mit diesem knackigen Team. Wir stehen 0-0, Weekend Quali. Es geht um das 100k Pack. Wir dürfen nicht verlieren. Wir gehen rein. Vamos, Klisch. Okay, was hat der Gegner für ein Team? Bitte sei nicht zu krass, lieber Gegner, okay? Auf Ehrenbrot-Basis. Donnarumma. Na, okay. Ach du Scheiße, Leao und Benzema. Gegen meinen Ricken im Tor, Hilfe. Was ist da los? Hat er einen Schnaps getrunken oder was macht der Gegner? Das wird wahrscheinlich seine Vorstellung sein, aber wir geben unser Bestes. Okay, Ricken, super, super Keeper. Puh, 1-0, Leute. Wer war's? Es war Guru. Wir müssen seinen Powershot probieren. Das ist ein Macher. Und da ist Kovu. Und da ist Solskjaer. Und da ist Solskjaer mit dem 2-0 Gegner im Start. Freunde, dieses Team ist gut. Digga, wir gewinnen gerade damit zu gut spielen. 100k-Pack-Traum lebt. Weekend-Quali lebt. 2-0. Vamos. Gegner ist raus. Wir haben bestanden. Nach 7 Minuten. Digga, ich dachte, ich verpasse das Kroatien-Spiel. Aber GG. Freunde, lasst auf diesem Video einen Daumen nach oben da. Team, gut. Rui Costa eigentlich wirklich nicht verkehrt. Bin gespannt, was ihr gezogen habt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Haut rein, euer Tabak. Und bis gleich zum Double Upload. Kuss für euren Support.